Jo, zurück zu Outlaws. Wir sind hier ein bisschen hochgekrabbelt. Wir sind jetzt in der Quest der Schwarm. Und ich glaube, wir müssen da hinten rein. Mal eben kurz gucken, was hier sonst noch so ist. Also hier kann man so raufklettern, ne? Und cool chillen. Muss man hier raufklettern von dem Ding unten, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Kann aber scheinbar auch hier hochlaufen. Kurz gucken, wie der Weg wäre. Mhm. Auch nicht so schlecht. Aha, hier sind... Sie ist eine Freundin des Ashiga-Clans. Genau, so sieht das aus. Okay. Kann man hier noch rauf? Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal durchgelaufen sind. Ob wir hier noch Sachen knacken wollen. Ja, hacken ist ja okay. Alter, alles falsch, ey. Okay. Okay, es war natürlich dumm, das nochmal zu machen. Finde den Fehler, ne? Also. Der ist auch nicht. Später. Dann zeigen wir mal, wie leise wir sind. Okay, lieber nicht. Weil wir wollen ja eigentlich die Mission machen. Das ist doch nice, dass wir die Tür aufhaben. Sonst nur merken, wo sie ist. Okay, lass uns mal, das hier ist es, ne? Kay, da bist du ja. Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass Ankh überlebt. Chuchama, gut besser. Atima Buska. Dann fiel mir auf, dass ich gar nicht weiß, was du von der Sache hast. Ich könnte dir erzählen, dass ich als junge Diebin auf Corellia aufwuchs und dieselbe Tyrannei erlebte wie jetzt hier. Aber in der Geschichte gibt's kein Geld. Die Königin hat Kichimi dem Imperium überlassen. Da ist kein Platz für irgendjemanden sonst. Ich helfe Krisk, den Schwarm zu retten. Und sie lässt Crimson Dawn Fuß fassen. Eine Wette. Und ich setze auf Krisk. Und alle gewinnen. Nicht wahr? Guter Queen! Kaba para Jijitinka para Horko Kaba! Ah, Queen, ne? Ja,
Ich schalte es aus. Verstanden. Tago Ubisa. Jigraba Huha Crispo Dita Takris. Chutnupa Miki Durigo Venta Chumpa. Eine gute Übung für deinen kleinen Raubzug. Chuba, Mabatas du Jay. Oder Chikta Tinka Miki Yuno. Sagt Jalen liebe Grüße. Dieser? Okay, Kann ich hier noch was? Ah ja, ich kann dir noch was mitnehmen. Da kommt nix. Okay, wir müssen das also machen quasi. Sonst geht mit Ankh gar nicht weiter. Also das heißt, das ist eine Quest, die darf man nicht... die kann man gar nicht überspringen. Eine lange Kletterpartie. Glaubst du, es ist ein Fehler, dass Chris Geschäfte mit Crimson Dawn macht? Im Gegensatz zur Königin, die Geschäfte mit dem Imperium macht. Ja. Na komm. Die Ashiga scheinen in beiden Fällen ihre Freiheit aufzugeben. Ja, und Chris scheint fälschlicherweise zu glauben, dass sie die Kontrolle hat. Super. Ich bin noch immer in dieser Höhle unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Wir müssen die Geschütze ausschalten oder der Schwarm hat keine Zukunft. Gut, also kein Druck. Also, Andy, diese Sache mit dem Schwarm. Wie funktioniert das? Der Schwarm ist das Fundament der Melito-Kultur. Alle gehorchen der Königin und stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Oh, bin ich? Ja. Dachtest du, die Königin kontrolliert sie telepathisch? Was? Nein, natürlich nicht. Ist nice, ne? Okay, nur rüberspringen. Okay. Da unten ist eine... Ja. Kommen wir da hin? Gar nicht. Beziehungsweise kommen wir dann wieder rauf? Das ist die Frage. Ah ja. Können wir runterkrabbeln. Also nochmal, komm. Ach so, ganz am Anfang ist Deep. Wie bitte? Okay. Bisschen Credits. Ganz nice. Als wäre die Wand gleich da oben. Nur noch ein Stück.
Ja, weiter. Sie abzulenken, Nex. Nex, da drüben. Super. Okay, wie kriegen wir den Scheiß aus? Also, das hat funktioniert. Genau, ich wollte gerade sagen, das wird hier nämlich nicht funktionieren. Das Ding haben wir aus, das aber noch nicht. Nochmal runter, ich weiß nicht, mal gucken. Nee, wohl doch eher von oben, oder? Überspringen kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber so. Okay, das muss die Wand sein. Bringen wir den Sprengstoff an. Detonator platziert. Banja, mit dem Abola Tassif. Noa Pichguna, Sauba Novata Tisavani. Otta? Okay, das war die Wand. Dieser Sprengstoff ist ganz schön stark. Ach, nur für dich, Ankh. Ist der Weg frei? Da Joker. Ist frei. Dann rücken wir vor. Du schaltest die Geschütze aus. Kontakt verloren. Nex, zeig, was du kannst. Steht da in der Wand. Das ist was Feines, nix.
komm. Raufkrabbeln oder was? So ein Druiden, der hier lang lief, ne? Raus. Nix. Nix raus. Das ist natürlich nicht so nice. Schade. Eine Energiebarriere. Es muss einen Weg geben, sie auszuschalten.
Rex, drück auf das Knöpfchen da. Na komm. So, noch eins kaputt schießen, wo denn? Wo könnte das sein? Also eine Leitung hier lang, geht hier rauf, geht hier rein, geht hier weiter rauf. Achso, okay. Und hier weiter rauf. Müssen wir nicht. Oh, es gibt noch einen dritten, okay. Ich hätte jetzt gesagt, da oben rauf. Aber, da kommen wir auch nicht rauf. Die Geschütze sind aus. Dann rücken wir durch den Hof vor und besetzen den Thronsaal. Ja, gut. Und ich verzieh mich dann mal. Funky, who was that Cardo Kids? Lass mich raten. Du sprengst ein Loch in die Wand. Ja, aber wir haben uns geschadet. A team of a father. Mino Wata Wama no Naga. Ist gut. Bin auf dem Weg. Hör nicht auf!
ich doch erstmal switchen, ey. Komm schon. Schon gut. Mal sehen, was ich tun kann. Bringt das was oder wollen wir da in diese Kuhle rein hier unten? Geht schon viel besser.
etwas vor. Die Königin ist im Thronsaal eingesperrt. Jetzt musst du mir nur noch den Todesstrafe teilen. Und wie mache ich das? Er ist in die Notvorrichtung eingebettet. Hol ihn einfach raus und bring ihn mir. Irgendwas, was wir noch mitnehmen können. Nicht so richtig, ne? Okay. Oh, danke. Wir geben uns Mühe. Dann bist du dabei? Hält wenigstens ihr Wort, das ist doch gut. Oh, ganz schön viel kaputt hier, Jan. Hey, Andy 5. Anke ist bei mir. Gibt es ein Problem? Ich hab nicht damit gerechnet, dass Kira sowas durchzieht. Kira hat einen Bandenkrieg gestartet, um ihre Rivalen gegeneinander auszuspielen. So läuft das, wenn man die Macht ergreift, Kay. Dampfwarrig. Syndikate, Imps, sogar die Rebellen. Sie alle nutzen Leute aus. Es ist, als könnten sie gar nicht anders. Ja. Tu, was nötig ist, um mit Ankh rauszukommen. Aber verlass dich nicht auf Kira. Du hältst den Grundstein für tausende Generationen in deiner Hand. Alles von unseren Ahnen geplant. Und sobald du nicht mehr im Weg bist, hat der Stamm endlich eine Zukunft, Mutter. Undankbares Kind. Crimson Dawn hat dich gegen die Deinen aufgehetzt. Sie vernichten unseren Clan und lassen dir die Trümmer. Unsere Zukunft endet mit mir. Nein, das ist dein Werk. Du hast diesen Weg gewählt und unsere Zukunft an die des Imperiums gebunden. Ich diene niemandem und du lässt mir keine Wahl. Der Urstrang. Boah. Die ist mit dem Imperium unterwegs. Naja, gut. Let's go. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Du machst einen großen Fehler. Der Schwarm wird niemals überleben. Du sprichst nicht mehr für den Schwarm. Hey, warte!
Okay. Na gut, das war klar, aber das ist so Tochter, Mutter. Ich spreche für den Schwarm. Gehen wir, Nix. Ja. Oh, war's wohl ein bisschen agiler. Ich weiß, die Sache lief aus dem Ruder. Es war nie die Rede von einer Hinrichtung. Und was dachtest du, wie es enden würde? Genau. Das gehört eben dazu. Es spielt keine Rolle, oder? Es ging nur darum, den Schwarm zu schwächen und gegeneinander auszuspielen. Die Galaxis ist kein Spielplatz, Kay. Sie ist ein Gefängnis. Und wenn wir Freiheit wollen, müssen wir ein paar schwere Entscheidungen treffen. Geht es um Freiheit für Leute wie mich? Oder nur darum, wer den Schlüssel hat? Ich war mal wie du, aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich weiß, wer in der Galaxis die Fäden zieht. Du denkst, was heute geschehen ist, wäre unwichtig. Aber nach dem Krieg wirst du verstehen, dass wir den Käfig geöffnet haben. Dann spürst du, wie sich echte Freiheit anfühlt. Du bist wertvoll für diesen Kampf, Kate. Du erkennst es bloß noch nicht. Pass auf dich auf. Viel Glück. Okay, eigentlich müsste der Crimson Dawn auch nach oben drin sein, ne? Okay, auf jeden Fall haben wir zweite Crewmember. Das ist doch gut. Wir wurden einige Sachen abgegeben. Okay, von schlecht auf geht's so dürftig. Das sollte Crimson Dawn zufriedenstellen. Fürs Erste, die sind launisch und haben bestimmt ein Auge. Tausend Mäuse. Okay, cool. Blastermaterial. Oh, die werden schon noch lernen, was sie an mir haben. Schon eingelebt, Ank? Tagua, warte, Japuno, die ist Tuamapaku Fufudo. Tja, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Oh, da war der Tinka. Chicha, mein, die Five. Oh, das ist gut. Finde ich auch. Wie hat er denn vor, dafür zu bezahlen? Kajijama, warte, Tinka, warte, so. Ist nun mal so gut. Verbessern, ja. Ich verstehe das System nicht. Es ist einfach der Rotz. Meinetwegen. Details für Voraussetzungen. Ja, haben wir alles. Haben wir so. Und wie baust du das Ding jetzt? Ah, keine Ahnung. Schaue ich mir irgendwann nochmal an. Aussehen kann ich auch einander gut. Was haben wir hier noch? Lecker Mieteressen, ist klar. Können wir wechseln mittlerweile? Ah ja. Kriegst du Suppe. Was bringt die? Obwohl, da war noch was hier oben bei der... Hier haben wir das Ding auch noch am Start. Okay, nee, warte mal, das passt. Eine von dreien. Okay, cool. Gut, dann lassen wir ein bisschen ein kleines Päuschen machen und dann schauen wir mal, wie wir beim nächsten Mal weitermachen, ja? Also, bis denne. Ciao.